Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein GU-Hebeschiebetürschloss. Da ist die Mechanik defekt. Das heißt also, wenn man hier mit der Nuss dreht und die bewegt, dann wird dieser Schlitten hier nicht mehr bedient. Das heißt also, geht nicht mehr. Ich werde das Schloss jetzt gleich auseinanderbauen, komplett zerlegen und dementsprechend die Mechanik reparieren. Wenn Sie sowas haben, schicken Sie mir sowas rüber. Ich mache Ihnen das gerne fertig und dann kann man das Ganze so wieder einbauen. Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein GU-Hebeschiebetürschloss. Das ist sogar eine Tür, wo die Tür gekippt wird. So, jetzt habe ich es. Und das habe ich heute aufgemacht. Die Tür war verschlossen und der Hebel ließ sich hier nicht mehr drehen, der hier drin steckt. Da, ja wie gesagt, das abgeschlossen war und es ließ sich auch nicht mehr aufschließen. Und jetzt habe ich hier den gleichen Zustand wieder. Ich kann das hier einfach nicht mehr aufschließen. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich hier, das hier ist die Zuhaltung, nach oben gedrückt habe. Das kann man dann hier auch sehen, da wie sich das Teil bewegt, also irgendwas stimmt da nicht. Und dann gleichzeitig bin ich dann beigegangen, jetzt muss ich mal sehen, ob ich das so hinkriege, habe ich dies hier nach oben gedrückt und gleichzeitig habe ich dann hier dieses Teil, das ist dieses hier, das ist die Zuhaltung praktisch, nach hinten gedrückt. Und jetzt kann man da sehen, rastet das auch komplett wieder ein. Ja, abgestürzt. Und jetzt kann ich hier mit dem zwar wieder abschließen. Na. Ja. Und ich habe hier nicht so genug Druck drauf. Muss ich mal eben einen anderen nehmen. Wollte eigentlich mit dem hier arbeiten. Dann kann ich das hier wieder abschließen. Das will das auch nicht mehr. Na, jetzt geht er. Jetzt ist abgeschlossen und wenn ich jetzt wieder aufschließen möchte, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also es will nicht. Zurück lässt es sich auch nicht mehr drücken. Das heißt, ich muss dann wieder hier hoch. Da hoch und dann kann man hier das hier wieder wegdrücken. Diesen hier unten. Ja, was jetzt die Ursache ist, weiß ich nicht. Da muss ich jetzt erstmal eben gleich reingucken. Ja, also ich kläre das nochmal eben. Also um das war abgeschlossen, um das Ganze zu öffnen, bin ich eben halt beigegangen und habe den Beschlag weggenommen. Und dann das Holz, was hier war, habe ich dann, hier ist ja dann praktisch Holz vor, das habe ich dann weggeschlagen. Dadurch konnte ich dann hier diese Zuhaltung nach oben drücken. Ich schließe das nochmal eben, dann kann ich das nochmal zeigen. So, ist wieder abgeschlossen. Dann konnte ich diese hier nach oben drücken, ein bisschen. Und gleichzeitig bin ich dann beigegangen und habe praktisch das hier nach hinten gedrückt. Ja, das ist also die Mechanik hier von innen und ich werde jetzt mal eben beigehen. Kann man nicht gar nicht erklären, warum das nicht geht. Es sei denn, dieses Teil hier ist verbogen, aber es kann auch nicht sein. Also ich werde erstmal beigehen und das Ganze mal eben schmieren. Obwohl ich dann ölige Hände nachher habe. Das ist erstmal nur so preisgünstiges Öl, was ich hier habe. Ich möchte eigentlich damit erreichen, ob es da schon eine Reaktion gibt. Nee, es gibt keine Reaktion. Das heißt, ich habe genau wieder den gleichen Zustand, der will sich nicht zurückschließen lassen. Das heißt, ich will mal was anderes gucken. Ich sollte das noch weiter nach vorne. Macht es auch nicht. Okay,
Damit muss ich das Schloss jetzt aufmachen und gucken, warum die Mechanik da nicht funktioniert. Wir haben hier so Nieten drin. Die schlage ich jetzt gleich mal eben raus. Und das kann man nachher auch mit anderen Nieten wieder festmachen. Man muss also nicht die gleichen nehmen. Das mache ich jetzt aber eben gleich mal eben auf dem Werkbank. Also auf meinem Schraubstock, weil da kann ich das nämlich am besten durchschlagen. Wie mache ich das? Ich nehme da einfach so einen Dorn zu. Sowas ähnliches. Das hier ist ein Dorn. Den setze ich da drauf und dann treibe ich das eben einmal durch. Ich habe die Nieten jetzt raus. Jetzt ist es aber ein bisschen höher gerutscht wegen dieser Feder hier. Die sorgt nochmal, dass da richtig schön Spannung drauf ist. Und dann müssen wir mal eben gucken hier, ob wir das hier immer rausbekommen. So. Damit ist das Schloss raus. Und die Leiste müssen wir mal eben einmal wegstellen. Dann ist das auch in Ordnung. Und das ist hier das Teil, was das Ganze verschließt. Ja, und das will einfach nicht mehr. Gut, dann werde ich das Schloss jetzt eben... Ja, hey, guck mal, das ist das Problem. Aber da rutscht nicht runter. Also da gibt es ein Problem, offensichtlich, und der ist jetzt hier ganz draußen, dennoch rutscht der nicht runter und irritiert das Ganze, was er eigentlich machen soll. Gut, ich baue es mal auseinander und dann gucke ich da mal rein, was damit los ist. Um das Ganze jetzt mal zu veranschaulichen. Dieses hier ist der Schieber und der wird dann nach oben gedrückt. Dann geht hier die Schließnase rein, hier geht die Schließnase rein und dann wird das Teil nach vorne geschoben und dann kommt dieses Teil durch die Spannung wieder runter. Jetzt habe ich hier natürlich so einen kleinen Versatz drin. Da muss ich mal gucken, ob das dementsprechend da auch wirklich dran liegt. Das kann ich gleich alles erst mit Schraubstock machen. Hier ist normalerweise noch eine Feder drin, aber die habe ich jetzt herausgebaut. Das ist also praktisch diese kleine hier. Die hier. Und die sitzt nämlich dann da so drin. Und ist unter Spannung und dadurch wird eben halt dieser Riegel immer hin und her geschoben. So, jetzt ist das praktisch zurückgeschlossen. Jetzt rutscht der wieder runter und ist dann zu. Das ist das, was er macht. Gut, das andere gucke ich mir jetzt gleich mal mit dem Schraubstock an. Na, da kann ich das am besten handhaben, was die Ursache ist. Aber ich sehe schon, dass bei dem Teil hier Material abgerieben ist. Und da werde ich auf alle Fälle gleich noch mal ein bisschen was aufschweißen, damit das dementsprechend wieder vernünftig da funktioniert. Ne? Kann man das sehen? Ja, ne? Gut, okay, ich kümmere mich da mal eben drum und dann wollen wir gleich gucken, dass es wieder vernünftig funktioniert. Ja, das Schloss habe ich jetzt wieder repariert. Ich habe da jetzt was aufgeschweißt, das wieder zusammengebaut, geschmiert. Und jetzt ist es so, schließt das Teil auch raus. Und er schließt auch wieder zurück. Dann muss ich hier Druck drauf geben. Ja, macht das auch. Also die Ursache ist gewesen, warum das nicht funktionierte. Weil einfach Material fehlte und dadurch konnte das nicht mehr richtig angehoben werden und daher wollte das Ganze nicht mehr. Jetzt muss das Ganze wieder auf die Leiste aufmontiert werden. Um das wieder auf die Leiste zu bekommen, ist es so, dass man das eigentlich einfach nur reinsetzt. Lass mal eben gucken, genau. Und zwar ist es so, dieser Bolzen, der hier ist, der kommt hier rein und dieses Teil kommt hier vorne rein.
Und wenn ich das jetzt gleich richtig sehe, ist das zwar verschoben, aber das macht nichts. Das quetsche ich da erstmal eben so rein, dass es so ungefähr in der Höhe hinkommt. Denn das Problem, was ich hier habe, ist eben halt diese Feder, die da spannt. Das heißt, diese Schiene muss jetzt weiter zurück. Ich kann das jetzt aber nicht hier spannen und halten. Das heißt also, ich werde jetzt gleich mal eben das so machen, dass die Feder gespannt ist. Und dass das hier alles auf der richtigen Position sitzt. Weil das muss nämlich weiter runter. Und dann kann ich das nämlich auch hier wieder durch diese Löcher führen. Mal gucken. Naja, und ich sollte das funktionieren. Und ich sollte das funktionieren. Mal gucken. Ja, das sehe ich gleich. Mal eben schauen. Drücken wir das dann mal eben rein. Ja, das mache ich mal eben im Schraubstock. Ich muss es doch noch ein bisschen in die Richtung, also in die Richtung bewegen. Sonst passt das hier mit dem nicht überein. Ja, ich musste jetzt ein bisschen drücken, aber es funktioniert. So, dann kommen da die Splinte wieder rein. Aber ich denke mal, ich kann das hier nicht schlagen, weil das hier zu doll vibriert. Das mache ich mal eben auf dem Amboss. So, dann habe ich die jetzt auch drin. Es geht. Ja. Jetzt funktioniert das. Und jetzt muss ich mal gucken, der hier. Aber ich glaube, da habe ich gleich ein Problem, weil mein Hebel hier nicht groß genug, hoch genug ist. Mal schauen. So, das ist die Feder. Das ist jetzt also diese hier. Mal gucken hier. Das ist eine kleine große Zange, die sich da jetzt also spannt, ne? Mal gucken. Oh, das ist, die spannt sich ganz gut. Eben passenden Griff holen dafür, dann müsste das eigentlich gehen. Nehmen wir hier einen 10 mm Griff. Und dann habe ich da dementsprechend auch Gewalt drin. Jetzt mit der Zange. So, das wäre jetzt die andere Richtung. Jetzt sollte das immer noch funktionieren. Ja, abgeschlossen. Jetzt kann man hier auch nicht mehr drehen und bewegen. Ist er wieder aufgeschlossen. Drehen wir ihn hier rum. Abgeschlossen. Und dann blockiert er hier wieder. Also weiter geht er nicht, weil hier... Ja, gut. Das war es dann erstmal soweit von meiner Seite aus. Dann drehen wir den mal wieder hier zurück. Und dann kann das so wieder eingebaut werden. Also da hat jetzt einmal Öl gefehlt und eben halt, musste ich Material rausschweißen. Das heißt also, das Schloss muss immer geölt werden. Also das mal eben einmal rausbauen, das ist gar nicht so schlimm. Das ist vielleicht eine halbe Stunde Arbeit. Und dann hat man das Schloss draußen, dann schmiert man das hier überall und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Und man kann, ja, dann hält das einfach länger, ne, wenn da Öl drin ist. Weil das war jetzt auch total trocken. Das Fett, was da drin war, das war alt und klebte auch schon wieder. Also das ist immer nicht so schön dann. Gut, das war es soweit von meiner Seite aus. Einfach mal unter das Video gehen. Da ist dann meine Adresse und ich schreibe da manchmal mal noch was rein, wie ich was gemacht habe. Das kann man sich dann nochmal erlesen. Und ansonsten ist, wie gesagt, meine Adresse da drunter. Und da kann man dann mich drüber kontaktieren, über E-Mail oder Telefon, je nachdem.
Gut, wie gesagt, das war es dann soweit und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Nochmal eben ganz kurz gesagt, wenn das ganz komplett kaputt ist, dann baue ich hier auch hin und wieder mal ein neues Schloss rein. Aber der muss der Kunde mir das schicken, weil ich das dementsprechend modifizieren muss, das Schloss. Damit das auf diese alte Leiste passt, die da drin steckt. Und dass man denn damit dementsprechend schließen kann. Dieses hier ist jetzt eine Hebeschiebe-Kipptür. Die kann man also auch noch kippen. Ja, und deswegen ist wahrscheinlich auch hier die Feder da drin. Gut, sonst gibt es ja erstmal soweit nichts sozusagen. Ach ja, vielleicht nochmal hier. Da kommt eine Stange, eine lange Stange rein. Und die ist nicht dafür da, wenn ich das kippe, damit das nicht aushakt. Die Terrassentür. Hier ist, normalerweise kommt hier ein Verschluss ist hier dran, aber hier hat man dann eben halt noch was rangeschraubt, aber da war nichts dran. Deswegen kann ich nicht sagen, was dahin gehört. Ja, diese Ausbuchtung ist dieser Riegel, der hier rein durchschließt. Also das heißt, wenn man mal so eine aufmacht, dann weiß man, dass hier ein Riegel rüber schließt. Es gibt noch andere, die blockieren einfach nur. Und die sind dann einfach hier glatt. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Sachen hier. Ist dann auch nochmal was, wo was eingebaut werden kann. Das sieht man hier hinten an der Schiene, ist auch noch ein Verschluss. Ja, den man noch zusätzlich machen könnte, um das Ganze zu sichern. Wie gesagt, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.